Ist das der neue Weg, Politik der Gewalt? Nein. Also ich muss auch ganz offen sagen, wir Europäer hätten das ja nie gemacht. Wir haben ja noch am 23. Februar nicht für möglich gehalten, dass man einfach mit Panzern und Raketen einen Nachbarstaat überfällt, wenn man neoimperialistische Anwandlungen hat. Also wir arbeiten dafür, und das ist auch wirklich meine persönliche Arbeit, dass wir wieder irgendwann Raum für Diplomatie haben. Weil eines ist klar, und das sagt der Hausverstand, Frieden wird nie am Schlachtfeld, sondern immer nur am Verhandlungstisch geschlossen. Auch ein Waffenstillstand braucht Verhandlungen. Und wir haben aber momentan eine Situation, wo sehr deutlich eine Seite nicht nachgibt, versucht hier mit Teilmobilisierung und neuen Offensiven Terrain zu gewinnen. Und um es deutlich zu machen, Putin könnte morgen den Krieg beenden, dann ist er zu Ende. Wenn Selenskyj, der ukrainische Präsident, ihn beendet, dann ist die Ukraine zu Ende.